Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Kirby und das vergessene Land. Wir befinden uns in der ersten Welt, urbane Graslande, und sind dabei, zwei weitere Waddledees zu befreien. Wir haben einen neuen Freund am Start, dieser Freund heißt Elfilin und dieser Kumpel wird uns helfen. Allerdings bin ich gerade alleine mit meinem Schwert am Start, reicht aber auch aus, kein Problem. Oh, da ist der Stier, den wir im letzten Part schon bekämpft hatten. Oh, verdammt. Das war nicht so gut. Aber das kann man ändern, indem ich das Schwert zurückkriege und mich noch einmal treffen lasse. Nee, so war das tatsächlich nicht geplant, aber gut. Ich habe es überlebt und habe den Kollegen auch besiegt. Ja, ich merke gerade, dass ich wieder reinkommen muss. Ich habe nur für eine Stunde pausiert und schon habe ich so einiges vergessen. So kompliziert ist das nicht. Man muss nur des Öfteren spielen und sich die Bedienung einfach nur merken. Das war schon. Wow, ich bin komplett satt. Wobei, nicht ganz. Aber okay. Ich brauche jetzt noch zwei weitere Tulpen. Und ja, wie bereits erwähnt, ich muss noch zwei Waddledees befreien. Ansonsten sollten wir uns in diesem Abschnitt um alles gekümmert haben. Oh, ich habe da gerade die rote Tulpe gesehen. Sehr schön. Um dich kümmere ich mich gleich. Wobei, nee, ich brauche die andere Form. Wie bekomme ich sie? Finde ich hier irgendwas? Vielleicht da oben? Hey! Kirby ist hier der Schwertkämpfer. Oh, nice. Ey, ich habe schon über 400 Sternmünzen. Ist das nicht gut? Ich finde es heftig. Was haben wir hier? Ach, da! Schaut mal! Ich habe dich gesucht, Kollege. Da bist du ja. Komm her! Hm? Ach so, okay. Jetzt verstehe ich, warum auch hier so ein Schwertkämpfer am Start ist. Muss den hier machen. Abhauen, abhauen, aufpassen. Ach nice, danke, dass du dich hier um die Gegner gekümmert hast. Finde ich ziemlich nett. Genau, hier müssen wir mit dem Abwärts-Pixer arbeiten. Damit wir sowas hinkriegen. Ach, hier ist ja ein Waddlebee. Wie cool. Ich habe Waddlebee gesagt, ich meinte Waddledee. Sorry. Waddlebee. Eben gerade, kurz vor der Aufnahme, habe ich die ganze Zeit Waddlebee gesagt. Passt irgendwie nicht. Gut, weiter geht's. Wir müssen nach oben und hier ist eine leere Dose. Brauche ich gerade nicht. Aber hey, cool, ich habe eine Sternmünze gefunden. Ich glaube, von dieser Form kann ich mich allmählich verabschieden. Wobei, nee, doch nicht. Das geht auch so, das geht auch so. Boah, schaut euch das mal an, ey. Wie cool das aussieht, wenn man so von hier aus ankommt. Und dann einmal hier in die Kurve reingeht, wie sich die Kamera mitdreht. Richtig cool, ey. Boah, das sieht so cool aus, Mann. Ups. Wie, ich habe ihn nicht erwischt. Ah, der ist runtergefallen. Und schaut mal, da ist die fünfte Tulpe. Wie cool, ey. Aber den Kollegen würde ich gerne bekämpfen und besiegen wollen. Vielleicht kommt er ja wieder. Ich würde mich freuen. Einmal ist er da. So unlogisch. So richtig unlogisch. Vielleicht muss ich diesen Bereich einmal komplett verlassen. Na, ich glaube, er kommt nicht mehr. Was soll's. La 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 la. Aufpassen, Kirby. Muss ich verstecken. Verstecken. Der ist voll schnell, der Kollege. So. Der ist echt schnell. Der sieht langsam aus, aber der ist gar nicht so langsam. Hier können wir uns wieder verstecken. Sehr gut. Hier auch. Und natürlich gibt es wertvolle Items. Kegelstopfer. So heißt diese Form. Oh nein. Kaskade. Wobei, ich kann mich auch darum kümmern. Das muss nicht der Kollege tun. Oh, das müssen wir aber tun. La la la. Wie gefällt euch bisher das Spiel? Ist auf jeden Fall putzig geworden. Und das ist gerade mal der Anfang, aber am Anfang ist es immer sweet, meistens. Okay, eigentlich hätte ich mich auch um diese Sachen im letzten Part kümmern können. Ist mir gerade bewusst geworden. Ich dachte, das wird noch allzu lange gehen, deswegen. Oh, ich habe alle Missionen erfüllt und abgeschlossen. Cool. Schließe den Abschnitt ab, ja. Und so weiter und so fort. Zerstöre den Rollladen des Gebäudes, habe ich auch. Gelange über das heraussprudelnde Wasser auf dem Balkon. Habe ich auch. Oh, Kirby Amiibo.
Putzig. Kirby wurde in einen rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer! Yeah, cool, ey. Kirby-Mobil. Autostopp für Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopp-Modus, nachdem er den Wirbel passierte, und kann sich nun auch mit Autos vollstopfen. So wird aus ihm ein rosa Flitzer, der springen kann und über Turbosport verfügt. Aber gegen eine gemütliche Spazierfahrt hin und wieder ist natürlich auch nichts einzuwenden. Es geht weiter. Pipopeng. Voll cool, ey. Da ich mir die Demo-Version angetan habe und diese auch komplett abgeschlossen habe, habe ich einen Code bekommen oder Codes. Um diese sollten wir uns in diesem LP kümmern. Ab durch den Tunnel. Wie bitte? Hä? Nur 8 von 9? Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Sieh dir dort bereits gesammelte Figuren an und versuche deine Sammlung zu vervollständigen. Ja, mach ich. Aber da fehlt doch noch ein Waddledee. Ich weiß nicht, aber in dieser Welt müssen wir erstmal, glaube ich, nicht mehr sein. Cool. Kennt ihr vielleicht Kirby's Dream Land? Das ist ein Gameboy-Spiel. Ich denke, dass das sogar das zweite Kirby-Spiel überhaupt war. Und das Spiel war so kurz, wirklich. Ich frag mich, wie lange dieses Spiel dauern wird. Ab durch den Tunnel. Schließe den Abschnitt ab. Rette die versteckten Waddledees. Ja, immer dasselbe, ey. Aber diesmal 4 Stück, oder was? Okay, gut. Mhm. Das ist, glaube ich, ein neuer Abschnitt. Also den hatten wir in der Demo-Version nicht gesehen gehabt. Ich kann mich auch nicht an so einen feurigen Gegner gleich zu Beginn erinnern. Bam. Heftig. Hä? Warte mal. Ist er wieder da? Kommt er immer wieder? Nee. Doch, der kommt immer wieder. Ach, vielleicht soll ich den einsaugen. Mach ich mal. Das geht. Yeah, Gear 5. Monkey D. Ruffy. Ruffy hat jetzt seine 5. Gear-Form. Und sein Kopf sieht so ähnlich aus. Yeah, Mann, heftig. Kirby ist jetzt ultra gefährlich. Yeah, nice. Kann hier alles zum Rennen bringen. Wozu aber, ne? Hä? Ist das eine Lampe? Logisch. Wie cool ist das denn? Hä? Ich muss gerade auf diesen Abschnitt hier klarkommen. Und was soll das denn bringen? Foreshadowing oder was? Vielleicht muss ich später auf sowas Acht geben. Hau ab, Link. Nein, warum? Komm zurück. So, los geht's. Wer ist denn dieser Kollege jetzt? Hä? Ist das nicht Kirby im Weiblich? Habe ich gerade meinen Kumpel aufgefressen? Ich finde das nicht so gut. Oh, warum sind hier so viele Bomben? Ach so. Warte mal, geht's von hier aus weiter? Ey, das Spiel ist schon heftig. Muss ich einmal loswerden. Also, man sollte sich schon ordentlich umsehen. Ganz besonders, wenn man das Spiel zu 100% durchspielen will. Oh, wie cool durch den Tunnel. Ja, das ist ein neuer Abschnitt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, habt ihr das gesehen, wie Kirby gerade hochgelaufen ist? Kann ich hier die Säcke verbrennen? Logisch wäre das schon. Ey, nicht runterfallen, Kirby. Nicht runterfallen. Wow. Schnell, schnell, aufpassen. Hey, pass mal auf, Mann. Mach keine Faxen bei Kirby. Nice, ich kann mich auch so umdrehen, ne? Und auch laufen, während ich Feuer spucke. Finde ich cool. Geht das auch in der Luft? Ja, das geht auch in der Luft. Mega. Oh, dieser Abschnitt, ne? Beziehungsweise dieser Moment erinnert mich an ganz normale Mario-Spiele. Finde ich mega cool.
Wenn du keine Lust mehr auf Mario-Spiele hast, dann kannst du dir Kirby-Spiele antun. Onaira? Nice. Was ist das? Vollstopfen? Wirklich? Was bin ich jetzt? Kuppelstopfer? Aha, ist ja cool. Ist ja mega interessant. Gut zu wissen. Okay. Ich glaube, ich sollte meine Waffe mitnehmen, weil die sagen, geht's von hier aus weiter? Weil ich habe, so wie es aussieht, etwas außer Acht gelassen. Nee, das ist nur ein Special Raum. Ach was. War cool. Was haben wir hier? Öffnen geht auch mit B. Ach, nice. Ich habe den ersten Battle, die... Ja, insgesamt 4 Stück. Putzig. Sehr, sehr putzig. Nicht hinfallen. Oh, nicht hinfallen, habe ich gesagt. Was war das denn, ey? Okay, weiter geht's. Ich bin Kirby. Lustig aus. Boah, ganz schön goldig da vorne. Was haben wir hier? Ey, die Kameraperspektive ist so cool geworden. Oh. So geht das nicht. Okay, da muss ich schon rüberspringen. Von hier aus könnte ich doch einfach rüberflattern. So, das geht, klar. Ist hier was? Oh, eine Sternmünze. Bloß nicht übersehen. Und nu? Na okay, der Feuerkollege fehlt gerade. Oh, dieser Kollege ist sehr, sehr gefährlich. Wie interessant er in 3D aussieht. Oh ja. So. Ah, okay, und die Gegner, durch die wir Fähigkeiten bekommen, die muss Kirby, beziehungsweise die müssen wir selbst nicht runterschlucken. Das macht Kirby von alleine. Aber Gegner, durch die man keine Fähigkeiten bekommt, zum Beispiel wie dieser Pilz hier, da muss man das schon selbst machen. Da man diesen Gegner ja auch als Waffe benutzen kann. Wenn Yoshi, ich meine, wenn Kirby, Yoshi, wenn Kirby ihn eingesogen hat. Yoshi, ey. Was ist denn mit mir schief? Machen wir mal hier die Lampe an. Hallo? Vielleicht bringt das ja was. Oh. Das bringt in der Tat was. Okay, ab jetzt werde ich die Lampen erst recht nicht außer Acht lassen. Ja gut. Schaut mal hin. So. Das goldene Gitter ist weg. Ey, pass mal auf, Mann. Gib mir meine Waffe wieder. So ein billiger Treffer auch, ne? Fleisch, Fleisch ist gut. Eier. Zwei sogar. Ey, pass mal auf, Mann. Oh, der Kopf, ne? Von diesem Kollegen sieht so cool aus. Ganz besonders, wenn das so pink wird. Oh, heftig. Doch, dich will ich bekämpfen. Andere Richtung. Da ist noch einer. Kann man den bekämpfen? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Der ist so gefährlich und nervig. Ich wehr mich. Und da sind die Babys. Schnell, schnell, schnell. Sehr schön. Ach, das war auch eine Mission. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. Kann man das hier einsaugen? Nee. Ich denke auch, dass man alles einsaugen kann, ne? Warte mal, könnte hier vielleicht was sein? Nee, okay. Dann nicht. Okay. Oh, oh. Oh. Da kann man rein. Irgendwie muss man ja an die Sternmünzen rankommen. Und eine grüne Sternmünze. Aha. Oh, ich rette dich. Sehr cool. Wir müssen uns noch um 2 weitere Kollegen kümmern. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Boah, was für ein cooler Abschnitt. Mann, ey. Ey, genial. Wirklich, Leute. Wirklich. Schraube? Pura Genoss. Gut, dass ich mehrere Konten habe. In der Nacht werde ich da ein bisschen zocken.
Vielleicht sogar auch auf Twitch. Kann man auch machen. Stopp, nein! Nein! Oder ist das sogar richtig? Habe ich die Schnur zu früh angezündet? Oh, wie cool war das denn? Wie kann man so Bälle spucken? Der Kollege von eben. Hä? Aha, okay. Ich war zu langsam. Aber okay, ich wollte mich erstmal hier um die Gegend kümmern. So. Zieht euch. Ich bin immer kurz davor, Yoshi zu sagen. Warum? Aha, okay, interessant. Oder nee. Ich kümmere mich erstmal hier. In die Ecke. Ah, nee. Das war eigentlich richtig. Okay, alles klar. Dann nochmal, sorry. Ja, ich muss wieder zurück. Lunte zünden. Jetzt beeil dich. Spring rüber. Spring rüber. Nochmal. Und flatter. Flatter, was das Zeug hält. Lunte zünden, dann einsteigen. Und tschüss. Ah, wie putzig. Hey, was geht? Ich bin da. Nice, Elfilin. Nur noch ein Waddledee. Ah, okay. Habe ich da vielleicht etwas übersehen? Lass mich da hoch, Mann. Egal, nicht so schlimm. Boah. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Oha. Hey. Ja, ich muss ein bisschen auf die 3D-Version klarkommen. So wie in Super Mario Odyssey, ey. Da musste ich auch klarkommen. Bam, 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 bam. Geil. Oh, sieht aus, als könntest du dieses große Objekt einsaugen, ohne deine aktuelle Spezialpower ablegen zu müssen. Interessant. Versuch's ruhig mal. Nähere dich dem Objekt und drücke B. Mach ich gleich. Ich möchte mich erstmal umsehen. So. Ich sollte das sogar jetzt machen. Hä? Wie werde ich dann aussehen? Haha. Geil. Das muss bestimmt lustig sein. Okay, los geht's. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Oh mein Gott, wie das aussieht, ey. Im Stopper. Umfallen? Ach so. Ey, wie geil. Hier könnte ich umfallen. Nein, pass auf. Ey, nicht, dass ich rausfalle. Ich bin kurz davor rauszufallen. So, jetzt umklappen. Oder umfallen. Heftig. Ey, aber die sind mutig. Die greifen mich an. Hä, ich kann auch seitlich umfallen, wenn ich nach unten drücke. Und nach hinten auch. Nach hinten, habe ich gesagt. Das geht. Und kann ich einfach... Nee, das geht nicht. Ich dachte, ich kann die ganze Zeit nach hinten und auf den B-Knopf drücken und Kirby dreht sich dann die ganze Zeit in die andere Richtung. Doch nicht. Oh. Ja, okay. Da war nicht so viel Platz. Ausspucken. Ach, ich kann auch nicht springen. Sag mal, wer bist denn du? Entschuldigung. Ey, das macht schon Spaß. Warum ist da ein X? Hä? Und da ist Kirby zu sehen. Soll ich jetzt auf diese Form verzichten oder auf Kirbys normale Form? Soll ich eventuell darauf verzichten? Ausspucken, ja? Ja, ey, das ist doch mega cool. Das Ding sollte ich immer dabei haben. Yeah, Kapsel. Für die Sammlung. Warte mal, den Kollegen nehme ich nochmal mit, wegen dem Bild da. Treppenstopfer. Voll heftig. Was für eine coole Idee. Ich spuck das mal aus. Ach, das war nur eine Waffe, ich dachte schon. Aber die kommt wieder. Boah, der Kollege sah heftig aus. Okay, bevor wir da reingehen, nehmen wir uns kurz hier um. Oh. Okay. So, schnell. Ja.
Und jetzt von hier aus. Schaffe ich das noch überhaupt? Boah, ganz knapp. Ganz knapp. Nee, hat nicht hingehauen. Aber ganz knapp da. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Okay, ich mache das ein bisschen anders. Genau, ich kann das ja hier liegen lassen. Und ich hoffe, dass die Lunte nicht darunter leiden wird. Ey, was war das denn, bitteschön? Ich will gerade eine Attacke einsetzen und ich lege die Power ab. Natürlich, ey. Ja, weiter, weiter. Ja, das sieht gut aus. In meiner Vorstellung hat das gerade etwas anders ausgesehen, aber so wie es jetzt aussieht, ist viel besser. Nice! Das war's, sehr gut. Und ich denke, dass wir auch gleich den Boss bekämpfen werden. Von hier aus geht's weiter. Kann man hier irgendwas machen? Nee, ich glaube nicht. Gut, Leute. Dann wollen wir mal. Kann man sich das eigentlich anschauen, was noch fehlt? Entzünde 4 Laternenschalter. Oh, nee. Habe ich etwa einen Schalter vergessen? Ich glaube, ich habe einen Schalter vergessen, weil ich nicht mehr daran gedacht habe. Oder der Schalter wird bald auftauchen. Ist der hier irgendwo? Nee, den habe ich übersehen. So. Ihr könnt mir sehr gerne in den Kommentaren einmal Bescheid geben. Falls ihr mitgekriegt habt, wo ich den Schalter übersehen habe. Oder falls ihr ihn schon im Start habt. Könnte der hier irgendwo sein? Oh. Hä? Nee. Nee, nee. Das ist kein Schalter. Eher ein Scheinwerfer. Abschnitt abgeschossen. Na ja, ja. Entferne das gesuchte Poster. Ach so. Das war ein Poster, was ich entfernen sollte. Also, das war ein Bild, worauf man Kirby mit einem X gesehen hat, oder? Interessant. Schalter mit 2 Sternen. Anuno. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich mache das so, wie ich das im letzten Part gesagt habe. Entweder am Anfang eines Parts oder am Ende eines Parts schneide ich das einmal rein und gebe auch in den Kommentaren Bescheid. Okay. Ja, diesmal 8 von 10. Ab durch den Tunnel. Was geschieht dort? Oh, nice. Die geretteten Buddledees haben ein neues seltsames Gebiet entdeckt. Die Straße der Schätze. Ja, cool, alles klar. Dann haben wir so einiges zu tun in diesem Spiel. Sehr cool. Vielleicht warten dort ja seltene Items auf dich. Also nix wie hin. Cool. Das schauen wir uns dann in den nächsten Parts an. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir hier einen Cut machen. Im nächsten Part geht es dann weiter mit der Kugelsteinstraße. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi.